Und damit willkommen zurück zu Let's Play Darkest Dungeon. Jetzt haben wir 18 Porträts, damit können wir doch bestimmt irgendetwas aufwerten. Also geht doch. Every creature has a weakness. The wise hero trains for what he will face. Ich habe schon gesehen, dass sich im Hintergrund was verändert hat. Das Gebäude hat jetzt ein ordentliches Dach bekommen. Na also, viel ist da auch gar nicht aufzuwerten. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5 mal noch. 6. Und dann haben wir es geschafft. Dann sind wir hier komplett durch mit der Aufwertung. Wir könnten hier die Verbesserungen von Fähigkeiten bis auf Stufe 4 erwirken. Bis auf Stufe 3, Stufe 2. Das heißt, bei euch die Fähigkeiten können definitiv verbessert werden. Aber wir müssen erstmal mit den anderen vorankommen. Es wird Zeit für den zweiten Boss, würde ich sagen. Oder? Die Bällchen, was ist mit dir los? Warte mal, wo ist der Erzähler? Memoiren. In time, you will know the tragic extent of my failings. Was ist mit Libellchen? Wo ist die Tagesansicht? War hier irgendwo. Da? Ja. Libellchen ist vom heiligen Gottesdienst inspiriert und möchte weiterbeten. Ach, toll. Ich wollte dich mitnehmen. Muss Shark mit. Shark, was hast du für Fähigkeiten? Die sind okay. Ja, die sind okay. Damit könnten wir gegen die Hexe antreten. Wir nehmen auf jeden Fall einen guten Kleri mit. Eigentlich am liebsten sogar einen Kleri Level 2. Komm, dann machen wir noch einen Dungeon und dann gehen wir zur Hexe. Und dafür gehen wir auch hier unten hin, damit wir auch gleich noch die Rüstung weiter aufwerten können. Kurz, Mittel. Mittel ist in Ordnung, kriegen wir auch 6 Urkunden für und schwere Stiefel. Wer geht damit? Dark Kane als Tank. Eigentlich könnte Kalimba nochmal mit. Du bist jetzt der Kleri, ja? Und wer ist hier? Jesse. Ja, Jesse. Jesse ist okay. Gut. Oh, wir gehen in den Wald. Wald war Gegengift. Brauchen wir allerdings nur eins. Jede Menge Essen. Weil wir länger drin sind, ist ja eine mittlere Instanz. Außerdem ganz viele davon. 2 Schlüssel, 2 Schaufeln. Auf geht's. Eigentlich bräuchte man hier wahrscheinlich sogar 3 Schaufeln. Es gibt sehr viele von diesen Wurzeln im Wald. Corruption has soaked the soil, sapping all good life from these groves. Let us burn out this evil. Alle Raumkämpfe abschließen. Und da sind so viele Räume. Aber gut, geht nicht anders. Zack. Herself, a victim to the spreading corruption. Ein Schlüssel bitte. Wertvolle. Oh, sehr wertvolle Gegenstände. Die liebe ich ja. Gott, erste Fackel. Und erster Raumkampf. Sehr schön. Gott, was mache ich mit euch? Giftschlag. So, weg mit dir. Klar, der sich wieder setzt. Das war zu erwarten. Gut gemacht. Ah, komm. Hugh. Ach, Dreck. Schleim. Solange sie keine Zytokinese anwenden und sich teilen, ist das in Ordnung. Gut gemacht. Der erste Raum ist durch. Und da ist schon die nächste Wand. Okay, hier können wir aber das Gegengift anwenden. Plupp. Gott, was kriegen wir nicht alles für Edelsteine? Ist ja nice. Und sogar ein Porträt. Ich habe schon keine Schaufeln mehr. Das ist peinlich. Und wohin jetzt? Da hoch. Hier ist nichts. Oh, bitte lass hier keine Wand sein. Falle. Gut, du lootest. Der Sack ist leer. Holler Sack. Einmal bitte eine Fackel und lass uns kämpfen. Ja, Gegenspinnen. Ach, Dreck. Das kann doch nicht wahr sein. Wozu zünde ich die Fackel an?
Du musst definitiv nach hinten, Pöppi. Oh, Dreck. Das ist natürlich eine total beschissene Ausgangssituation hier. Natürlich. Kannst du dich nicht irgendwie nach vorne haken? Kannst du nicht, ne? Den Tausch mit ihr. So. Das sieht schon besser aus, auch wenn der hier definitiv nach hinten muss. Oh Gott. Schwelle des Todes. Natürlich. Dein Herz wird bersten. Nein, wird es nicht. Die anderen sind schon wieder da. Alles gut. Das ärgert mich schon wieder. Ja, natürlich gehen die weiter auf meinen Doktor. So, jetzt sind wir endlich wieder vorne. Es wurde aber auch Zeit. Sowas wirft natürlich... Was soll denn der Mist? Wirft natürlich meinen ganzen Plan über den Haufen hier. Heilung, nur auf ihn bitte. Der Seemann soll warten, genau so ist es. Ach Mensch, was wollt ihr denn von meinem Doktor? Ja, natürlich. Verdammte Mist. Jesse ist tot. Gibt's nicht, ey. Na gut, dann wird Jesse doch ein Hundemeister. Ah, so ein Dreck. Ehrlich. Ja, aber so fies kann das Spiel sein. Dessen muss man sich bewusst sein. Ist ja nett, dass du auch mal dran bist, Kalimba. Ja. Das war klar. War ja sonst nichts auf dem Weg, musste ja eine Falle kommen. Ach, da wird man aggressiv. Dreck. Ja, komm, lass uns erstmal durch. Der nächste Kampf. Tollwütiger Ansturm. Auch noch bluten. Ist nicht ganz so fein. So soll's nicht sein. Ach, Dreck. Hätte ja klappen können. Markier mal deine Beute. Es gibt's nicht. Es gibt es nicht. Kalimba! Ich glaube, das wird die erste Gruppe sein, die hier vollständig stirbt, wenn das so weitergeht. Wozu habe ich das Gold ausgegeben, verdammter Mist? Nicht damit ihr sterbt. Sieben LP geheilt, sehr schön, außerdem gestärkt. Du heilst nochmal den guten Bounty Hunter hoch, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Nirvana? Ne, Dark Kane. Widersetzt, okay. Ah, und jetzt Gift, ne? Natürlich. Oh, 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 oh. Das war keine gute Idee. Eine mittlere Mission für Level 1er Helden zu nehmen. Ich glaube, das hätte aber mit Level 2 genauso gut passieren können. Immerhin ging es ja nur darum, dass die in der ersten Runde gleich verschoben wurden. Ja, immerhin. Ja. Gut gemacht. Wir lassen dich nicht sterben, Darkane. Nicht auf diese Weise. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer.
Okay, bis hierhin sind wir gekommen. Kommen wir noch weiter? Nee. Nee. Das mache ich nicht mit. Ich hoffe, hier im nächsten Raum wird nicht gekämpft, denn ich werde definitiv schlafen. Verdammter Dreck. Also es ist richtig dumm gelaufen bisher. Aber wir müssen gucken, ob wir noch weiterkommen. Was haben wir denn sonst noch? Minus Stressschaden. Wie viel kostet das? 2. Nur selbst. Verlust von 20% LP. Alle Gefährten. Stress wird um 20 verringert. Und Stress wird um 15 verringert. Stress wird um 25 gelindert. Alle Gefährten erhöhen aber den Stress. Was? Was habe ich gedrückt? Ach das. Naja, gut. Segnung. Plus 4 Prezi. Plus 10 Ausweichen. Ja, weiß ich, wer das gebrauchen kann. Was ist das? Nur selbst. 35% Chance auf Erkunden. 25% Schaden gegen größere oder Größe 2. Bitteschön. Okay. Und damit ruhen wir. Aufwachen, sie sind über uns. Oh nein! Ein Hinterhalt. Weg mit dem. Ach, Dreck. Abstechen. Natürlich! Ich bin sowas wie von raus hier aus dem Dungeon. Das ist mir zu doof. Also. Geht gar nicht. Gut gemacht. Ja, immerhin. Auf das Hieb. Oh, Leute. Es ist doch zum Heulen. Oh Gott. Wir haben noch Essen übrig. Das wird schon. Komm, es sind nicht mehr viele Raumkämpfe. Es können nicht mehr viele sein. Wir haben ja schon allein 3 Stück bestritten. 3 oder 4. Wir brauchen keine neue Fackel. Oh, ich bin total nervös. Oh, da sind noch ein paar Räume. Und eine Schaufel habe ich auch nicht mehr. Nee, dann war's das. Das will ich denen nicht mehr antun. Dann lieber mit 5000 Gold hier raus. Ein paar Urkunden, ein paar Crests und einem Porträt. So viel dazu, dass ich ein paar Urkunden sammeln wollte. Mist! Verdammter! In time. You will know the tragic extent of my failings. Ach, das ist doch zum Heulen. Okay, dann machen wir jetzt die Hexe. Wir machen sowas von die Hexe. So, die Bällchen hat ihre neuen Skills. Nirvana. Du wirst auch noch einmal alles aufwerten, was du hast. Kalimba braucht das nicht. Yoko Keksi wird erstmal nicht mitgehen. Ich brauche nur jemanden, der Fernkampfschaden macht. Brass Toss. Vielleicht den Adler statt dem Fechtschritt? Du würdest dann nach vorne gehen. Das würde dir nichts bringen. Also dann lieber den Adler.
Ja, und dann versuchen wir es einfach mit der Truppe. Na, wir hatten die Bällchen, Nirvana, Brastos und jetzt noch ein Clary, nehmen wir Rod. Rod, auch noch einmal aufwerten, bitte. Hast du schon. Okay. Hier können wir immer noch nichts machen. 26 brauchen wir, Deeds. Und wir haben gerade mal 21. Puh, okay. Kann ich euch gebrauchen? Ja, Libellchen kommt ja so oder so mit. Wir werden das schon schaffen. Wir werden das Baby schaukeln im nächsten Part. Ich danke euch vielmals fürs Ansehen und drückt mir die Daumen, dass wir es schaffen. Ich drücke uns die Daumen, dass wir da durchkommen und dass nicht noch einer stirbt. Jesse, armer Jesse. Pestdoktorin, erlag dem Gifthauch. Speyer. Grabäuberin Nikki ist verblutet. Brigantenaderlass. Ah. Bis gleich.